Moin, moin, YouTube. Was haben wir dieses Mal? Dieses Mal haben wir eine Videoantwort auf die Frage, was sind eure fünf besten Gaming-Waffen? Also Waffen, die in Games vorkommen. Und ich habe leider keine Top 5, ich habe keine Top 10, ich habe die Top 9. ich hatte im Grunde noch eine Waffe im Kopf, aber die ist mir nicht eingefallen. Und ja, scheiße. Fangen wir an. Top 9 bis 6 runter, mache ich mal. Die Portal Gun. Nun gut, die habe ich deswegen ziemlich weit hinten, weil mit der Portal Gun, damit kann man niemanden umbringen. Aus Portal, ne? Ja. Weil mit dieser Waffe kannst du niemanden umbringen. Du kannst damit im Grunde nur deinen Weg ebnen und bahnen und dann von Punkt A nach Punkt B zu kommen. Ne? Also, so. Lassen wir das. Dann Star Wars. Das Lichtschwert. Jedi Knight. Schwert. Was auch immer. Ne? Hat ja diverse Namen. Oder Eigennamen. Das. Ja. Klar, immer Waffe. Man schleudert es und kommt wieder. Ne? Ja, natürlich nur mit der Macht. Ist aber eine Waffe, die definitiv nur tötet und Türen aufmacht und Droiden zerschrottet. Und deswegen habe ich die auch nicht in meinen Top 5 drin. Und ja, machen wir weiter mit der versteckten Klinge von Assassin's Creed. Ist eine geile Waffe. War auch mir ein bisschen schwer gefallen, das ein bisschen so auch nicht unter den Top 5 zu bringen. Da kommen noch bessere. Ja. Viel zu der Waffe zu sagen gibt es nicht. Die Waffe ist. Die ist pornös, die ist gut, die ist super, die ist toll. Und kann jeder mit sich rumführen. Schöne Waffe. Master Schwert. Ja, das Master Schwert habe ich auf Platz 6. Und deswegen nicht in den Top 5. Ja gut, es ist ein Schwert. Sorry, Thomas. Es hat die Kraft von Hyrule. Es hat die Kraft von das Triforce. Es hat alles in sich. Ja, stimmt. Aber es ist trotzdem nur ein Schwert. Es ist ein langweiliges Schwert. Es ist zwar ein Schwert, das einen immer wieder begleitet. Das immer wieder vorkommt. Das immer wieder ein Stück Geschichte schreibt in den Zelda-Spielen. Ja, und... aber... Ja. Platz 5. Breitschwert von Claude. Final Fantasy 7. Final Fantasy Reihe, zumindest jeder kennt irgendeins, und ich finde die Final Fantasy 7er Reihe die am interessantesten, weil es dazu auch sehr viel Material gibt im Sinne von weiteren Spielen, von Filmen, von und so weiter, die jetzt nicht unbedingt was mit dem Breitschwert zu tun haben, aber ich wollte es nur mal eben erwähnt haben. Das Breitschwert deswegen, weil es ist bombastisch, es hat eine fabelhafte Größe, Alter, das strotzt nur so von Männlichkeit hier, ja. So, Platz 4. Ich traue mich das gar nicht zu sagen, aber Postel. Nein, nicht Portal, Postel. Das ist ein krankes Spiel. Ja, es ist ein definitiv krankes Spiel. Das, welche Waffe ich aus Postel meine, ist... das ist so brutal, das kann ich nicht erwähnen hier, ey. Schrotgewehr. Mit einer Katze vorne auf dem Lauf, die durch ihren Allerwertesten gesteckt wird. Platz 3. Feuerblume. Was ist eine Feuerblume? Ja, Mario, stimmt ja, da war ja was. Richtig. Genau die Feuerblume, die... Ja, die begleitet euch auch ein Mario-Spiel nach dem anderen. Das ist in jedem Mario-Spiel vorhanden. Also, mir fällt jetzt, glaube ich, nur Mario Kart nicht ein, wo das, glaube ich, nicht mit drin ist. Und Galaxy, glaube ich, oder?
Ich glaube als Sonderitem oder irgendwie sowas. Aber selbst da ist sie ja da. Verdammt, das ist schon so lange her, wo ich Galaxy gespielt habe. Aber wie gesagt, die Feuerblume, das ist eine Imba-Waffe, ja. Mario, wenn er die hat, dann hat er die. Wenn nicht, wenn er getroffen wird, dann hat er die nicht mehr unter mir. So, Platz 2 geht oder gehen an die Desert Eagles von Lara Croft aus Tomb Raider. Ach komm schon, eine schöne, zierliche Frau, die zwei Desert Eagles in der Hand hat und dann eine Puff, 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 eine mal nach der anderen abknallt, gehört dem zweiten Platz. Ja, also, ich meine, Frauen und Knarren, ich meine, Frauen sind ja schon sexy und Frauen mit Knarren sind noch sexy. Also, ja, klar, ne? Steigert schon mal den Wert. So, PS, ich freue mich schon auf das neue, auf den neuen Teil. Dann haben wir auf den ersten Platz, ja, die geilst aussehenden Waffen, die ich aus irgendwelchen Spielen überhaupt kenne, das Monster Hunter. Im Monster Hunter, da kommen Breitschwerter, da kommen Langschwerter, da kommen Doppelklingen vor, da kommt Schwert mit Schild, es kommen Lanzen, es kommen Hammer, es kommen kleine Armbrüste, große Armbrüste vor und ich muss sagen, so gut wie jede Waffe aus Monster Hunter sieht geil aus. Also die sehen richtig Hammer aus. Nicht nur die Waffen selber, sondern auch die Rüstung, die man sich da per Utensilien zusammensucht, finde ich absolut Hammer und verdient bei mir den ersten Platz. Zu dem ich auch objektiv, ja, weil ich auch so ein bisschen, ja. Ja, Monster Hunter ist so mein Favorite Game und ja, Platz 1. So, das war's, glaube ich, mit der Videoantwort. Ich hoffe, das Video ist nicht zu lang geworden. Ich weiß es gerade nicht. Kann ich nicht sehen. Ja, das war's. Bis zum nächsten Video. Bis dahin und tschüss.